Erika Pluhar wurde am 28. Februar 1939 in Wien geboren. Nach der Matura absolvierte sie während 2 Jahren die Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar und wurde 1959 an das Wiener Burgtheater engagiert, an dessen Bühne sie noch heute wirkt. Daneben arbeitete sie mit an mehreren Film- und Fernsehproduktionen, wurde Sängerin und interpretierte bald nur noch ihre selbst getexteten Lieder. So heißt denn auch eines ihrer Bücher »Lieder und ihre Geschichten«. Erika Pluhar war 2-mal verheiratet und lebt heute mit ihrer 22-jährigen Tochter im Wiener Vorort Grinzing. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem Gespräch mit Erika Pluhar. Erika Pluhar, der Lebenslauf tönte kurz. Ja, ja. Er entspricht nicht dem, was ich eigentlich weiß von Ihnen. Sie sind Schauspielerin am Wiener Burgtheater. Sie spielten die Femme Fatale in Bellamy, sie spielten auch in Serien des deutschen Fernsehens, in Der Alte beispielsweise. Sie haben ein Tagebuch geschrieben, sie schreiben eigene Liedtexte, sie singen diese Lieder auch, haben Tourneen. Also es ist gewaltig, was sie alles schon getan haben. Sie sind auch Mutter einer Tochter, leben mit ihr zusammen, haben Zeit offensichtlich dafür. Wie kriegt man einen solchen Arbeitslebenslauf, möchte ich es jetzt mal nennen, so von 20 bis 45, wie kriegt man das hin? Also eigentlich kriegt man es nicht hin, sondern man kämpft die ganze Zeit damit. Und das Wichtigste ist, dass die Dinge ja nicht explosionsartig alle auf einmal passieren, sondern begonnen habe ich ja mal ganz, und zwar schon mit einem Kinderwunsch hat das begonnen. Bin mit meiner Großmutter gesessen gegenüber vom Burgtheater nach dem Krieg in einem Park und wir haben uns das Theater angeschaut und es war noch ganz zerstört und mit Brettern vernagelt und meine Großmutter hat mir erzählt, sie war dort oft in dem Theater und so. Und ich habe mir das Theater so angeschaut und habe mir gedacht, da möchte ich mal spielen. Also so hat eigentlich mein Berufsleben begonnen, würde ich sagen. Und als ich dann Jahre später engagiert wurde, ist mir das sofort eingefallen. Da habe ich gedacht, ah, das war's damals im Rathauspark. Und bin also in die Schauspielschule gegangen nach dem Abitur und bin dann nach 2-jähriger Schauspielausbildung gleich ans Burgtheater engagiert worden. Also da war alles noch sehr einfach. Dann habe ich kleine Rollen gespielt, dann habe ich größere Rollen gespielt. Und habe mir eigentlich hauptsächlich alles genau angeschaut, alles genau beobachtet, habe mir großartige Schauspieler angesehen, habe mir auch angesehen, wie ein großes Theater provinziell sein kann, habe einfach sehr viel beobachtet. Und stürmisch wurde es eigentlich beruflich erst, nachdem ich dieses ominöse Bellamy gedreht habe. Da war ich aber schon kurz vor 30, da war ich 8 oder 29 Jahre alt. Und dann ist eben etwas passiert, das zu Beginn eigentlich sehr schön wirkte, sehr im üblichen Sinn erfolgreich. Also man hat mich im deutschen Raum kennengelernt, es waren nicht nur die Burgtheaterbesucher, die was von mir wussten, sondern eben, also das wurde so ein Fernsehprodukt. Und Gottlob hat meine Theaterarbeit nie ausgesetzt, sonst hätte man mich damals sicher im Fernsehen sofort verheizt, total. Also ich hätte damals eine Sache nach der anderen machen können, aber es hat alles angeschlossen, doch an dieser Figur in Bellamy, die ich eigentlich nur mir schauspielerisch erarbeitet habe und die aber irgendetwas initiiert hat, eben in Richtung dieser Femme Fatale hin. Nicht in diesem Arbeitsleben, das Sie sich da aufgebaut haben, gibt es ja sehr verschiedene Rollen. Und ich möchte bei dieser Rolle in Bellamy ein bisschen bleiben, weil Sie ja auch, Sie sagen, dass eine Initialzündung für etwas war, das dann kam. Wie haben Sie diese Rolle der Femme Fatale erlebt? War das für Sie ein gewaltiges Erfolgserlebnis oder haben Sie ihr misstraut? Es war für mich eine sehr schöne schauspielerische Arbeit. Der Helmut Keutner, der jetzt leider nicht mehr lebt, war ein ganz liebevoller
Regisseur, dem ich mich wirklich so väterlich, er war für mich eine Vaterfigur. Ich hatte ihn ungeheuer lieb, weil er mich so, weil er mir so sehr geholfen hat bei dieser Arbeit, meine Angst vor einer Kamera und meinen Widerwillen gegen mein eigenes Aussehen zu überwinden. Er ist immer gekommen in die Maske und hat gesagt, na schau, da mache ich jetzt nur ein bisschen so, ein bisschen sehr gut. Und dann, das war ja alles da auch Video, man konnte immer nachher sehen, es war noch schwarz-weiß. Und er hat mir ein gewisses Vertrauen zu mir selbst gegeben. Und mit diesem Vertrauen in meine Weiblichkeit eigentlich, habe ich diese Rolle als Rolle gespielt. Umso erstaunlicher ist, dass daraus etwas entstanden ist mit meiner Weiblichkeit, das mich irrsinnig belästigt hat, viele, viele Jahre hin. Man hat sie ja dann auch versucht, auf diese Rolle festzulegen. Ja, das wurde dann immer ein bisschen schlimmer und ich wurde auch immer blonder. Und das, es war der Beginn eines Weges, den ich ja doch sehr bereitwillig gegangen bin, weil ich immer eine Vorzugsschülerin war und ein sehr, kann ich sagen, disziplinierter Mensch. Das klingt so komisch, das habe ich ja schon mehrmals gesagt, aber ich wurde femme fatale aus Bravheit. War es eigentlich nur eine Rolle oder war es auch Ihre Rolle als Frau außerhalb des Spiels? Nein, das ist eben... Sie haben sie nie übernommen oder sich hineingelebt? Ich bin nie in meinem Leben, habe ich es fertiggebracht, so ein eiskalter Engel zu sein wie diese Dame da in Bellamy. Nur das Schöne an der Schauspielerei ist ja, dass man innerhalb seiner Persönlichkeit Ecken ausloten kann, zu denen vielleicht ein normaler Mensch, der sein Leben, das eben durch Erziehung, durch Geburt, also doch in einer gewissen Weise bestimmt ist, so bekommt jeder Mensch so ein Bild, dem er nachgeht. Ein Schauspieler ist in der Lage, da in sich ein bisschen sich umzuschauen und da findet man unerhört viel. Findet man auch ein kleines Eckerl von so einer Frau. Mit meiner Persönlichkeit als Erika hat das nicht in dem Sinn was zu tun, aber das ist ein Vorgang, der mit jeder Figur, die man darstellt, sich ereignet. Dass man es zwar aus sich heraus holt, aber es doch nur vielleicht eine Facette der eigenen Persönlichkeit ist, aber nie die gesamte eigene Persönlichkeit. Nun gibt es ja in den 70er Jahren bei Ihnen eine, man kann schon sagen, im persönlichen Bereich eine revolutionäre Entwicklung, nämlich auch sichtbar für das Publikum, weg von dieser Rolle, dieser sehr weiblichen und, sagen wir, aus Männeraugen heraus, weiblich fixierten Rolle heraus. Natürlich, das war auch eine von der Männerwelt sehr gutierte Rolle. Ich erlebe jetzt noch das tiefe Bedauern, dass ich diese Rolle verlassen habe. Nur so revolutionär und plötzlich war das nicht. Das war schon ein sehr mühsamer und langsamer Weg bis hin zu dem Punkt, wo ich wusste, dass ich in der Lage bin, dieses Klischee wirklich zu verlassen. Denn ein Klischee schützt ja auch eine Weile lang nicht. Wann hat denn das eingesetzt? Für Sie wahrnehmbar eingesetzt? Gab es irgendein Erlebnis? Ich glaube, alles, ja, das glaube ich fest, alles, was im Leben sich dann beruflich äußert, hat seine Wurzeln in einem ganz intensiven privaten Erleben. Und es hat immer etwas mit Menschen zu tun für mich, denen man begegnet und denen man auf schmerzliche oder glückliche Weise begegnet. Und die etwas bewirken, weil sie einen Widerstand in einem herausfordern oder weil sie eine Zuneigung herausfordern. Sicher waren es Menschen, die durch das, was sie mit meinem Leben imstande waren. Ich spreche so ungern darüber und sage, meine Männer, weil das habe ich schon so oft in den Gazetten gelesen, es gibt nichts, was ekelhafter war in meinem Leben als der Voyeurismus einer gewissen Form von Presse. Und es waren nicht nur Männer, das muss man dazu fügen, weil man als Frau immer eingeteilt wird, also der Mann hat sie beeinflusst, dieser Mann hat sie beeinflusst und dieser Mann hat sie beeinflusst. Außerdem sind diese Beeinflussungen wechselseitig. Und es waren auch weibliche Menschen, die
die wirklich in der Lage waren, meinem Leben Richtungsänderungen oder Gedanken, neue Gedankenstrukturen zu liefern. Aber ich glaube, was einen wirklich am weitesten stößt, ist das Schmerzliche. Ich meine, das kann man so im Großen und Ganzen sehen. Ich war jetzt in der DDR eine Zeit lang und habe erkannt, wie sehr Menschen den Druck brauchen, um ihre Menschlichkeit zu entwickeln. Dort erlebt man ein Publikum von einer solchen Wachheit, Schönheit, weil es Sehnsucht und Hunger hat. Und das hat mir wieder mal so deutlich gezeigt, und das ist auf das Individuum absolut übertragbar, dass der Mensch leider seine Ohrfeigen braucht, um zu realisieren, dass er Mensch ist. Und Ohrfeigen habe ich genügend bekommen. Und was waren das für Ohrfeigen? Die eklatanteste, das will ich nicht mal Ohrfeige nennen, das Bestimmendste in meinem Leben war sicher der Tod eines Menschen, den ich sehr geliebt habe. Und der freiwillig aus dem Leben weggegangen ist. Und das hat sicher etwas, sagen wir nicht eine Entwicklung beginnen lassen, sondern hat zu einem Mut zu jeglicher Konsequenz für mich geführt. Danach war ich mir plötzlich ganz klar darüber, dass ich eigentlich nichts mehr zu verlieren habe und dass ich absolut drauf pfeife, ob ich ein Liebkind meiner Umwelt bin oder nicht, sondern dass ich so leben will und muss, wie es ist schwer, keine hochtrabenden Worte zu benutzen, ich hasse das, aber doch, wie es meinem Menschsein eben entspricht. Sie haben ein Tagebuch geschrieben, Auszüge aus Tagebüchern, das ist bei Rowohlt herausgekommen, und diese Notizen sind ganz enorm selbstbewusst, wenn auch manchmal verunsichert, aber das schließt sich ja nicht aus, aus dieser Ich-Position herausgeschrieben. Persönlich bin ich der Meinung, dass es ja Mut braucht, sowas zu schreiben. Disziplin auch. Nicht zu schreiben. Ich schreibe immer Tagebuch und mein Leben lang schon. Ja. Das ist für mich eine Notwendigkeit. Es war sicher auch für mich ein ganz schwerer Schritt, es wegzugeben. Das war nur möglich in einer sehr innigen Verbindung zu einer Frau, zur Herausgeberin dieser Buchreihe, zu Angela Präsent, die ich über ein Zeitungsinterview kennengelernt habe und zu der ich Vertrauen hatte und die dann sehr bald natürlich wusste, dass ich immer schreibe. Und diese Begegnung, verbunden eigentlich auch mit einem in mir anwachsenden Bedürfnis, mich nicht mehr zu scheuen, die menschlichen Tatsachen auf den Tisch zu legen. Also es ist auch eine Art Antwort auf Voyeurismus, eine Art Antwort auf Klischee, eine Art Antwort auf so viel Verlogenheit, auf so viel Scheu der Menschen, darüber zu sprechen, was sie im Wesentlichsten ausmacht. Wenn ich jetzt so Ihre Zeit, sagen wir, als in der traditionellen Frauenrolle, ich will es mal so verkürzen und vereinfachen, der Zeit heute und vielleicht seit dem Tagebuch gegenüberstellen, das sind doch zwei Welten. Zuerst haben Sie Rollen gespielt und jetzt mit dem Buch, mit dem, was Sie schreiben, mit Ihren Liedern, sind Sie völlig sich selbst. Also. Ja, ich war eben sehr, sehr lange Interpretin und das bis ins Menschliche hinein. Ja. Und das, glaube ich auch, ist eine ewige Forderung, die man uns Frauen stellt, zu interpretieren. Ich glaube, eine der wesentlichsten Hemmnisse auf unserem menschlichen Weg ist immer diese Hürde zu überwinden, aus dem Interpretieren ins Eigenständigsein gehen zu dürfen. Das ist im Privaten so und im Beruflichen so. Und wenn ich allein bedenke, dass ich so lange Zeit mir habe Texte schreiben lassen, geben. Aber wie sehr ich auch selbst an diesen Texten herumgemodelt habe. Ich habe sie ja nicht einfach übernommen. Ich habe mir noch sehr viel Mühe gegeben, diese Texte, die andere Menschen geschrieben haben, für mich möglich zu... Also ganz lange kam überhaupt nicht in mir das Bedürfnis auf, mir selbst Texte zu schreiben. Und das empfinde ich schon als ein... aus der
weiblichen Bedrängtheit entsprungenes Phänomen, denn das überlegt ein Mann nicht, wenn er eh schreibt. Dann schreibt er. Aber für mich war das Schreiben etwas ganz, ganz Intimes, das ich sogar in der Intimität nicht geteilt habe. Das war das Intimste überhaupt und hatte keine Verbindung zu mir als Persönlichkeit, die nach außen geht. Und das hat sehr lang gedauert, dass ich diese zwei Teile mich getraut habe zusammenzufügen und mich so aber auch zu einer, doch immerhin, wie auch immer, zu einer Gänze zu machen. Und das ist jetzt sehr gut möglich für Sie, einerseits immer noch im Burgtheater, in Filmen, Interpretin zu sein, andererseits parallel dazu, ganz Sie selbst zu sein. Es ist nämlich und zwar expressiv, ja. Es ist ja sehr expressiv, es ist auch fast manchmal aggressiv. Ja, ja, sicher. Nun ist es so, am Theater zu interpretieren, bedeutet ganz was anderes, weil diese Interpretation so abhängig ist von der eigenen Kreation, es geht nicht anders. Also ein Schauspieler kann nicht interpretieren, ohne zu kreieren, das ist unmöglich. Das Lied hat mir mit der Zeit einfach bewiesen, dass da eine Identifikation stattfindet mit der Person, also mit mir als auch privater Person. Und das Lied ist mir auch etwas ganz Wesentliches geworden. Etwas, das direkt von mir zu anderen Menschen gehen kann. Und deswegen ist es natürlich auch aggressiv, weil ich mir diese Welt, seit ich aufgehört habe, nur noch nach innen zu schauen und da mal ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich glaube, dass das mal eine Grundvoraussetzung ist, um dann mal nach außen zu schauen. Aber seit ich mich umschaue, und ich glaube, jeder Mensch, der sich umsieht, der versucht, sich wirklich zu informieren, muss Aggressionen, muss einen gesunden Zorn aus sich rauslassen, sonst erstickt er. Da bin ich ganz sicher. In den 70er Jahren waren Sie in der, ich will es mal so sagen, in der Frauenszene, in der Emanzipationsszene, man kann dem so sagen, es gibt in den 70er Jahren sehr viel Militanz in diesem Bereich, vielleicht mehr als jetzt, waren Sie so ein bisschen ein Idol. Die Emma hat über Sie geschrieben, es ist fast eine Hymne auf Sie, das Zeitmagazin. Und diese Zeit war doch geprägt auch von einem Kampf der Frauen, ich will nicht gerade sagen gegen die Männer, aber die Männer wurden schon zum Gegenstand ganz massiver Kritik. Für mich war die Frauenbewegung sicher, wie für ganz viele Frauen meiner Generation, ich bin jetzt 45, sicher ein ungeheuer wichtiger Anstoß bei dieser Sache, den Mut zu sich selbst zu finden. Und durch diesen Anstoß war ich natürlich auch von dieser neuen Kraft, die aus Frauen kam, bewegt und fasziniert und habe sehr viele Frauen aus der Frauenbewegung kennengelernt. Es ist jetzt so, dass ich doch ein wenig aus der organisierten Frauenbewegung mich entfernt habe und es versuche, ganz auf individuelle Weise weiterzuführen. Ähnliches ist bei mir mit der Friedensbewegung zum Beispiel geschehen. In dem Moment, wenn ich als ich erkenne, dass Bewegungen, die aus Menschen entstehen, sich organisieren, versuche ich sie zu verlassen. Ich glaube an die Kraft der Menschen, sich zu vereinen, aber nicht an Vereine. Und Vereine versuche ich sehr schnell hinter mir zu lassen, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, vereinnahmt zu werden. Wo und wie auch immer. Vereinnahmung ist etwas, das ich im Privaten sehr erlebt habe und das ist etwas, das ich in allen seinen Formen versuche, nicht an mich heranzulassen. Ich möchte aber ein bisschen doch beim Männerbild bleiben, das in jener großen Zeit der Frauenbefreiung eine gewaltige Rolle gespielt hat. Wie haben Sie damals dieses Männerbild, das ja zum Teil fast ein bisschen ein Feindbild
wurde. Wahrscheinlich brauchte es das auch als Provokation. Wie haben Sie dieses Männerbild erlebt? Es war unbedingt notwendig, ganz sicher, dass dieser Aufschrei gegen den Mann stattgefunden hat. Es geht nicht anders. Man kann nicht als Sklave sich aus der Sklaverei befreien, ohne dass man irgendwann mal explodiert, also ohne dass die Fetzen fliegen, wie man bei uns in Wien sagt. Sicher hat das in vielen Fällen auch zu einem Extremismus geführt. Ich glaube nicht, dass Frauen, die in einer wirklich vernünftigen und gescheiten Weise für die Verwirklichung, für das Recht des Frauseins eingetreten sind, deshalb unbedingt den Mann hassen mussten. Ich selber habe immer schon und auch damals schon versucht, dieses rassistische, du bist ein Mann und du bist eine Frau, nicht aufkommen zu lassen. Ich hantiere, hantieren ist ein grausliches Wort, also ich gehe lieber mit den Begriffen weiblicher Mensch und männlicher Mensch um und spreche lieber vom Weiblichen und Männlichen, das uns Menschen ja gleicherweise Aber wo ist denn Ihr kritischer Ansatz dem Mann gegenüber? Wo war er damals? Hat er sich verändert? Ganz konkret. Ganz konkret ist es natürlich dieses absolute Bedürfnis zur Macht hin. Im Privaten und im Politischen. Und wenn es natürlich in der Politik Frauen gibt, die reüssieren wie Frau Thatcher, dann ist das eine Frau, die ein Mann hoch 10 ist, um diese Position erreicht zu haben. Würde das Weibliche politisch wirksam werden, dann wäre es nicht mehr verbunden mit diesem absoluten Bedürfnis nach Macht. Das Weibliche, meine ich, hat dieses Bedürfnis nicht in diesem Ausmaß. Ich will noch konkreter werden. Wie haben Sie diese Macht persönlich erlebt, diese Männermacht? Sicher am gravierendsten dahingehend, dass ein Mann, auch der liebenswürdigste, gescheiteste, es irgendeinmal nicht erträgt, wenn eine Frau an seiner Seite, sagen wir, eine berufliche, eine geistige Eigenständigkeit gewinnt und einen absolut eigenen Weg beschreitet. Das war für mich in meinem Leben immer das größte Hindernis in der Beziehung zu einem Mann. Das war immer die Sache, die das Lieben überschattet und beeinträchtigt hat. Dass der Mann, also wirklich immer wieder, irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo die Sache zu einem Machtkampf sich hin entwickelt. Und gerade im Privaten, glaube ich, ist deswegen so viel anfängliche weibliche Kraft verschüttet worden, weil Frauen diesem Kampf liebend einfach nicht weiter durchkämpfen wollten und gesagt haben, also gut, ich gebe nach, ich will kein Egoist sein. Man hat dann immer der Frau dieses schöne Schuldgefühl initiiert, dass sie in dem Moment, wenn sie sich für sich selbst verantwortlich fühlt, schuldig wird, weil sie kümmert sich dann halt zu wenig um ein Kind, zu wenig um einen Mann, zu wenig um eine Familie, zu wenig, also das große, große Schuldgefühl war dann auch in der Lage, Frauen dahin zu bringen, klein beizugeben. Sie schreiben in Ihrem Buch folgenden Satz. Dieser ständige Überbau an Lebenstheorie, Kunsttheorie, Seelentheorie, der männliche Kopf eben. Das könnte man auch missverstehen, dass Sie eigentlich dem Mann, was Männer nämlich auch gerne tun, den philosophischen oder zumindest theoretischen Charakter oder eben als Qualifikation zuschreiben und die Frau, die hat dann eben nicht die Theorie und nicht die Philosophie. Wie verstehen Sie denn diesen Satz? Es ist der isolierte Kopf. Es ist der Kopf, der keinen Zugang mehr hat zum Bauch,
zur Natur und unsere ganze Welt sieht so aus. Das, genau das ist das Bild unseres Gestirns. Die absolute Abtrennung des Kopfes von der Natur. Und wir haben die Natur weltweit vergewaltigt, geschändet. Wir sind jetzt in einem Zustand, dass wir dazuschauen müssen, ob wir nicht diesen Stern irgendwann mal, ob der sich nicht mal schnell schüttelt und uns, um uns loszuwerden und sich also irgendwann mal mit der vielen Zeit, die er hat, zu regenerieren. Und das ist das Männliche, das uns beherrscht und das... Ist es denn das Männliche? Das ist das also, Männliche, das aber auch... Nein, ich wehre mich dagegen. Ja, natürlich. Das ist doch nicht das Männliche. Also ich rede eben nicht von Mann und Frau, sondern dem Männlichen, dem Weiblichen, das sie beiderseits bewohnt und mich beider. Wir haben jeder, ich habe ein Stückchen eben. Mann und sie ein Stückchen Frau. Es ist die Frau. Vorstellung, die der Mann von sich selber hat. Nein, dieses es ist, Männliche. Es ist das isolierte Männliche, das Frauen in gleicher Weise bewohnen kann. Es ist diese Naturfeindlichkeit, diese... Ja, ich nenne es immer diese Betonierhaltung, diese Zubetonierhaltung, diese glasklare, eiserne, böse, machtgierige Verstümmelung des Menschseins. Schauen Sie uns an, wir werden von ein paar alten Männern, die so langsam alle ins Greisentum hinüber wechseln, so wird das Geschick dieser Welt gelenkt und so sieht die Welt auch aus. Und das ist das Männliche, wogegen ich Aggressionen entwickle und das ich mir hier und dort im Kleinen, im Großen, im Gesamten und im Winzigsten darbietet. Aber worum ich mich bemühe und was mir sicher nicht immer gelingt, ist rassistisch zu werden. Ich hasse Rassismus. Und wenn ich sage, die Männer sind mies, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber Sie sind ja auch eine, für mich sind Sie auch eine typische Kopffrau. Sie schreiben, Sprache spielt für Sie eine enorme Rolle. Wenn man sie liest, spürt man, wie sie mit der Sprache arbeiten. Also fast immer versuchen, Sprache und Inhalt zu einer Deckung zu bringen. Sie schreiben Lieder, sehr intellektuelle Lieder. Sie sind eine Kopffrau. Ja, aber schauen Sie sich schon mal den Begriff Kopffrau an. Natürlich hat eine Frau einen Kopf und viele Frauen haben einen Kopf. Nur haben sie dazu noch das Gefühl für ihre Natur. Der Kopf verbindet sich mit Empfindung und Intuition viel leichter. Und mir tun Männer oft sehr leid. Sie tun sich so schwer. Sie haben es oft wirklich schwer, sich in der Gesamtheit, und ich komme immer auf den Körper zu sprechen, sich in der Gesamtheit zu empfinden, sich körperlich zu empfinden. Obwohl sie körperlich immer leisten müssen, haben sie es so schwer, sich körperlich wohlzufühlen. Sie müssen auch mit dem Körper tun. Was würde denn das bedeuten, wenn ein Politiker darauf eingehen würde, auf Körper, auf Seele, auf Zärtlichkeit vielleicht, ein Wort, das es ja in der Politik nicht geben darf, da wird ja schon gelacht, wenn ein schreibt. Also wenn ich jetzt als Journalist schreiben würde, ich möchte von einem Minister, dass er ein bisschen zärtlicher umgeht, mit den Problemen würde man sagen, jetzt spinnt der, das ja. Kann man nicht sagen, Zärtlichkeit. Was würde das bedeuten, wenn plötzlich diese weibliche Dimension, die ja bei vielen Männern verschüttet ist, aufgebrochen würde? Das würde ungeheuer viel bedeuten. Ich glaube, das würde unser Weltbild verändern, wenn das überhaupt geschehen dürfte. Aber davon sind wir unendlich weit entfernt. Gerade weil Sie über die Sprache sprechen. Nicht? Wir leben in einer solchen Sprachleblosigkeit. Und gerade die Politik und ihr sprachlicher Ausdruck treibt mich zur Verzweiflung. Ich kann dieses genormte Absurden von Begriffen, die alle entleert sind, ob das jetzt Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, alles. Es sind nur noch tote und leere Begriffe, die da auch in so Wortbildern herauspurzeln, wo man am Anfang eh schon weiß, was am Ende rauskommt. Wie erstaunlich und schön wäre das, wenn ein Politiker wirklich menschlich sprechen dürfte und es könnte. Wenn es mir gefällt das sehr gut. Zum Beispiel unser Kreisky ist ein Mann, der sich Menschlichkeiten immer erlaubt hat, der sich geleistet hat, bei seiner Abschiedsrede im Parlament zu weinen. Und das ist einer der politischen Persönlichkeiten, die ich bei allen Fehlern, die er auch, ist mir wurscht, das ist ein Mensch. Und wenn ein Mensch Politiker ist, dann wird das auch fühlbar.
und dann bewirkt das etwas. Und da kann der Zynismus links und rechts loszischen, es ist egal. Da stand ein Mensch, der eine Empfindung gezeigt hat. Und das finde ich bewundernswerter als alles andere. Diese Frauenbefreiung ist ja, ich weiß, dass ich hier wieder ein Schlagwort brauche, aber um es kurz zu fassen, ist ja eine Entwicklung, die doch sehr stark in unserer Gesellschaft relevant geworden ist. Also ja, persönlich glaube ich, sie hat die Gesellschaft etwas verändert. Ja, nur sind wir jetzt in einem bisschen einer gefährlichen Situation wieder. Die Frauenbewegung war sehr wirksam und jetzt hat man sie zu einer modischen Angelegenheit werden lassen. Sie wurde in. Und die Machtapparate haben sich dessen bedient. Überall gibt es ein kleines Frauenghetto. Da dürfen ein paar Frauen einen Frauenfunk machen, da dürfen ein paar Frauen eine Frauenabteilung, da gibt es ein bisschen Familie wieder für die Frau. Aber gerade jetzt empfinde ich die Situation wieder äußerst gefährlich und sehr rückläufig. Es gibt die Arbeitslosigkeit, also das ist sofort wieder ein ganz starkes Signal zum Herd und zur Familie zurück und ist der Frau wieder sehr gefährlich. Und ich beobachte auch, dass sehr viele junge weibliche Menschen sich bereitwillig wieder in ihr kleines Ghetto zurückdrängen lassen, weil sie Angst haben, weil ihnen der Kampf, weil ihnen dieses Sich-Stellen einfach ein bisschen zu viel ist, weil sie fühlen, dass sie da so in einer unbequemen Weise leben müssen, dann gehen sie lieber wieder nach Hause, lassen sich ernähren und geben Ruhe. Sie zählen jetzt die Gefahren auf, auch die rückläufigen Tendenzen. Aber wenn Sie so Bilanz machen, Sie haben das miterlebt, Sie gehören genau zu der Generation, die das gemacht hat, nicht nur miterlebt. Gibt es nicht auch Erfolge? Es gibt Erfolge individueller Natur. Aber gerade was ich zum Beispiel in den letzten Jahren beruflich erlebt habe, so wie Sie also über mich sprechen, ja? Genau, also diese Figur, das ist also ein weiblicher Mensch, den alle Plattenkonzerne und was es da so gibt, so haben fallen lassen. Und was jetzt zum Beispiel passiert, ist, dass man mich zwar mit dem, was ich jetzt tue, in jeder Weise nicht vertreiben, nichts damit zu tun haben möchte, aber plötzlich beginnt in einer Vielfalt meine früheren, angepassteren Lieder wieder in irgendwelchen Formationen auf den Markt zu bringen. Dahinter sehe ich Methode. Dahinter sehe ich ganz schlicht und einfach Methode. Ich sehe diese gleiche Methode in der Mode. Es gab eine Zeit, da war das Mode. Da gab es eine Zeit, wo also auch in den idiotischen Modezeitschriften das, was Frauen anhatten, bequem sein durfte. Jetzt ist wieder die Zeit mit dem Stöckelschuh, Schauen Sie sich mal eine Auslage an in irgendeiner Kaufstraße. Da stehen keine weiblichen Menschen in der Auslage, sondern Monster. Und die werden da umwickelt, umhüllt. Man muss sich das mal mit einem ganz scharfen Bewusstsein anschauen, was da an Frauenbild geprägt wird. Oder nach diesem wunderschönen Film Carmen. Ja, sind so viele in Interviews zu mir haben gesagt, was sagen Sie jetzt zu dem neuen Frauenbild? Das ist das uralte Frauenbild. Die Frau, die mordet. Und dann wieder die Frau, die im Privaten, im Sexuellen kommt, mit dem hochhackigen Schuh, mit der Naht, mit dem Blick und ein bisschen zusticht und ein bisschen wehtut, aber sonst bequem bleibt und mit der man keine Scherereien hat. Und das, da sehe ich im Moment sehr wenig Erfolge. Sehr wenig Erfolge. Ja, was müssen wir Männer denn tun? Ich will jetzt mal eine Antwort an den Mann. Uns gefällt das, also beispielsweise mir, gefällt das auch. Irgendwie haben wir ja immer noch ein Bild der Frau, das eben demjenigen, dem Bild, das sie früher spielten, näher ist. Wie kann ein Mann das abstreifen? Wie kann er sich von diesen Frauenbildern, von dieser Männerfantasie befreien? Ich glaube, der Vorgang wäre ganz einfach. Wenn der Mann es fertig bringt, in der Frau einen Menschen zu sehen, einen Menschen, der natürlich anders strukturiert ist als er selbst. Sie sprechen jetzt eher vom intimen, sexuellen Bereich, ja. Meinen Sie das?
Das ist ein Gebiet, in das ich überhaupt nicht eingreifen möchte. Ich kann auch wirklich nicht ausstehen, wenn man auf dem Gebiet der Sexualität Rechte geltend macht, Vorschläge machen möchte, wenn man da drin herumrührt und es versucht aufzublättern und sich die Brille aufsetzt und sagt, also das müsste so, so und so und so sein. Das ist schon etwas, wie Mann und Frau sich sexuell finden, treffen, miteinander fertig werden. Davon geht natürlich irrsinnig viel aus, aber nicht im privaten Bereich, sondern auch viel eher im gesellschaftlichen Bereich. Wenn ein Mann, wie Sie sagen, wie Sie, das Bedürfnis hat, man muss sofort wieder sagen, sich der Frau gegenüber anständig zu benehmen. Es ist schon, das ist schon, so muss man schon anfangen und das ist das Traurige. Es gibt diese Gleichwertigkeit im Menschlichen einfach noch nicht. Wenn man sagt, die Frau ist nur Objekt, aber nein, der Mann ist für die Frau auch manchmal Objekt. Das hat alles seine Wechselwirkung. Kein Mann braucht sich, glaube ich, dessen schämen, wenn er objektgebunden ist einer Frau gegenüber, wenn er es schafft, sich selber damit zu über- und durchschauen. Gibt es fort, ich suche ein Erfolgserlebnis, stellvertretend für die Männer, die jetzt zuschauen, gibt es für Sie fortschrittliche Tendenzen oder Fortschritte, die sich zeigen bei den Männern? Natürlich, und zwar in meinem direkten, privaten Umgang mit Männern jetzt. Ich erlebe Männer, mit denen ich zusammen sein kann, ohne überhaupt mehr das Empfinden haben zu müssen, dass ich mich wehren muss. Das bedeutet nicht, dass es Spannungen gibt, schöner und schrecklicher Natur, aber es sind menschliche Spannungen und es sind Spannungen zwischen zwei Polen. Das ist nämlich ganz was anderes. Es sind zwei Pole, die entweder einander anziehen oder abwehren, aber zwei gleiche Kräfte. Und so kann ich zurzeit leben. Und in diesem sehr persönlichen Bereich kann ich Ihnen so ein Erfolgserlebnis melden. Herzlichen Dank. Nun, Sie sind in gewisser Hinsicht ja auch eine privilegierte Frau. Sie haben in einem Beruf etwas aufgebaut, in dem man eben öffentlichen Erfolg haben kann. Sie haben dann diese Berufsgrenzen ganz radikal gesprengt und mit einem unerhörten Einsatz quasi einen anderen Berufsbereich auch noch aufgebaut, wo Sie auch Erfolg haben können. Auf Ihren Tourneen klatschen die Leute oder Sie singen mit sogar, Sie begeistern diese Menschen, Sie verdienen Geld damit. Sie haben also ein Selbstbewusstsein, das sich auch aus ihrem Erfolg ergibt. Das ist sehr atypisch für Frauen. Und wenn Sie so sprechen, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt Frauen zuschauen, die das alles toll finden, aber die eben dann zu Hause sind. Der Mann ist Mechaniker und verdient ein ganz normales Einkommen. Zwei Kinder sind da, eine kleine Wohnung, vielleicht eine Sozialwohnung. Die haben ihr Auto. Sie kennen diese Lebensumstände, was sollen denn diese Frauen tun? Die können ja nicht, ich karikiere es jetzt fast, die können nicht singen oder die sind nicht Schauspielerin, die haben diesen Erfolg nicht, der ihnen dann auch irgendwie den Mut gibt, weiterzumachen. Ich wollte gerade vorhin sagen, dass es sehr viele Frauen gegeben hat und gibt, die zu mir sagen, ja gut und schön, aber du bist quasi privilegiert. Es ist sehr schwer, dem zu widersprechen, weil es ganz einfach so aussieht. Nur geht es ja wirklich nicht darum, um wieder das Wort Selbstverwirklichung zu nehmen, das auch schon so missbraucht ist, aber ich weiß jetzt kein besseres. Es geht nicht darum, dass man, um das zu tun, um das zu erreichen, dass man dazu singen muss, dass man dazu Schauspielerin sein muss, dass man dazu schreibend auch veröffentlicht. Und dieses Privilegiertsein ist ja auch nicht etwas, dass ich lebe, ohne alles andere nicht genau zu kennen. Ich komme aus so einer Familie, wo es sehr oft fast gar kein Geld gegeben hat. Und ich hatte bis zu meinem, was weiß ich, 21. Lebensjahr kein eigenes Zimmer zu bewohnen und so weiter. Es ist mir
Diese Problematik ist mir sehr nah. Es ist nicht so, dass ich da über Dinge spreche, von denen ich dann quasi keine Ahnung habe. Natürlich kann ich dieser Frau, die Sie geschildert haben, keine schlüssige Antwort geben. Außer der, dass ich glaube, dass man in jedem Bereich und in jedem Umfeld bewusst werden kann. Und dass Bewusstwerden schon etwas bedeutet, auch wenn man es noch nicht umsetzen kann. Sich dessen bewusst zu sein, was mit einem passiert, befreit auch schon ein bisschen. Ich kann dem ganz gut folgen. Aber wenn eine Frau eine Familie auf dem Buckel hat, mit allen Beschwernissen, es gibt auch sicher schöne Erlebnisse darin, man muss ja nicht die Familie in der traditionellen Form total verwerfen, aber immerhin ist das in einfachen Verhältnissen doch physisch wie psychisch eine ganz große Anforderung. Das ist ein ganz schwerer Beruf. Ganz schwerer Beruf, ja. Und ein Beruf, der müde macht. Und unbezahlt ist. Er ist unbezahlt, er macht müde, er macht abgestumpft. Bewusst werden heißt ja Zeit haben für sich. Natürlich. Wie kann man sich denn diese Zeit nehmen? Was haben Sie denn vorzuschlagen? Naja, das ist genau der Punkt, wo ich eben nicht in dem Sinn einen Vorschlag machen kann, weil es da eben eine Struktur gibt, der die Frau unterworfen ist, weil sie einfach so ausschließlich dazu benutzt wird, mit dem Manne, der nach außen geht, das heimische Feld zu bereiten. Also da müsste man aber das ist genau der Punkt, auf den ich keine Antwort weiß. Was man aus der traditionellen Familie machen soll, da weiß ich nichts. Ich weiß keine Antwort. Sogar die Antwort, die ich mir selbst gegeben habe, war sehr schwierig. Meine Tochter ist mit mir alleine sicher nicht in einer nur sehr schönen Weise aufgewachsen. Das war sehr schwierig für uns beide, für mich und meine Tochter, unsere Kleinfamilie da gemeinsam durchzubringen, weil ich immer rausgehen musste und das Geld verdient habe und eigentlich im Großen und Ganzen das mit ihr alleine schaffen musste. Also wir hatten nie diesen traditionellen Familienverband und ich weiß, dass ich ihn mir manchmal gewünscht hätte, nur im Umgekehrten. Ich hätte gern gehabt, dass irgendeinen Menschen, der mir zu Hause alles abnimmt. Ich verstehe dieses Bedürfnis des Mannes. Ich verstehe es. Nur, was ich dann halt tue, ist, dass ich mir einen Menschen bitte, mir dabei zu helfen und dem gebe ich ein gutes Gehalt dafür. Das ist die einzige Form, es zu lösen. Ja, das kann ich aber nicht, weil ich so viel Geld habe, sondern weil ich sehr viel arbeite und deswegen einfach mir das leisten muss. Denn sonst könnte ich nicht rausgehen und könnte nicht arbeiten. Ich muss dieses Geld aufbringen, um mein Hauswesen zu erhalten. Ihr Leben ist ja auf sehr viel Aktivität ausgerichtet, vielleicht weniger aufgebaut als ausgerichtet. Sie tun ständig etwas. Es kommt mir im Grunde genommen jetzt sehr männlich vor, wenn ich das so sagen darf, diese Leistungsfreude. Und Sie singen das ja auch. Sie haben ein Lied, das heißt «Weiter». Die Flüsse fließen weiter, wenn dir auch kaum noch Hoffnung blieb, das Leben, es geht weiter, es geht immer weiter. Haben Sie denn nicht manchmal auch schon das Gefühl gehabt, dass dieses immer weiter nicht unbedingt das Größte ist? Wollten Sie nicht auch schon mal verweilen? Ist dieses Weiter nicht auch irgendwo durch eine Flucht, die wir haben, dieses Leisten, diese Disziplin, immer weiter zu gehen? Misstrauen Sie dem eigentlich? Ich denke mit diesem Weiter gar nicht so sehr an Disziplin, sondern dieses Weiter verbindet sich für mich mit der Möglichkeit zur Hoffnung. Mhm. Natürlich möchte man verweilen, natürlich wünscht man Dauer, aber nur dann, wenn es einem wirklich gut geht. Und diese Dauer ist meist sehr kurz. Ich glaube, dass das jeder Mensch im Laufe seines Lebens erfährt. Und deshalb ist mir wesentlicher geworden, als mir ein anhaltendes Glücks
zu wünschen, mir Veränderung zu wünschen, also meine eigene Möglichkeit zur Veränderung, also Veränderung zu akzeptieren und anzunehmen, weil ich einfach drauf gekommen bin, dass nur dadurch Lebendigkeit möglich ist. Alles, was erstarrt, ist eigentlich tot. Aber verweilen heißt ja nicht erstarren. Verweilen hieße ja auch Zeit finden. Finden Sie für Ihre Familie, Ihre Tochter wirklich genügend? Ja, das ist wieder ein anderer Punkt. Das hat aber auch mit der Leistung zu tun. In dieser Form verweile ich sehr gern, aber dieses Verweilen... Haben Sie denn Zeit für das? Das muss ich mir nehmen. Und zwar ist das... es gibt ein Äußern und ein Innern. Ich nenne das, ich innere mich. Und wenn ich mich innere, dann verweile ich aber nicht. Denn dieses Innern ist für mich das Lebendigste überhaupt. Das ist die Voraussetzung, um ein Weiter überhaupt empfinden zu können. Um als Mensch weiterzugehen, muss man, ist es, glaube ich, also unbedingt notwendig, dass man ruht, Ruhe gibt, meditativ lebt, wie immer. Also ja, um Gottes Willen, keine Schule dafür. Aber Sie haben Lust an Ihrer Leistung. Ja, aber ich habe auch große Lust am Nichtstun. Denn das ist nicht Leistung, sondern das ist auch Tun, aber nicht Leistung. Nichtstun ist Tun. Ja, Sie haben mir gesagt, Sie stehen jeden Morgen 2 Stunden früher auf, als Sie eigentlich müssten. Mein innerer Drang ist es, 2 Stunden später aufzustehen, als ich eigentlich müsste. Ja, ich muss am Morgen etwas in meinem mich immer begleitenden Buch notieren. Ich muss das ganz einfach... weil das sicher meine Form der Meditation ist. Und das tue ich dann nicht, weil ich glaube, ich schreibe jetzt was unerhört Gescheites, sondern es ist einfach ein mich konzentrieren, ein mich klären, eine Möglichkeit, dieses diffuse Menschsein, das einen so schnell erfasst, ein bisschen zu formen. Und wenn ich das in der Früh tue, ist das sehr günstig für den Tag. Frau Bluhaar, Ihre Lieder sind intellektuelle Lieder mit sehr viel Stimmung. Ich muss das hier hinzufügen für Zuschauer, die die Lieder nicht kennen, mit einer unerhörten Stimmung auch von der Instrumentalisierung her, aber doch sehr gedachte Lieder. Und in Ihrem Buch trifft man auf Zitate, auf Namen wie Biermann, Frisch. Sie gehören zu einer Generation, die sogar noch zu Fred Astaire, auch er kommt in einem Lied vor von Ihnen, eine Beziehung hat. Das ist unsere Generation, ist die gleiche Generation. Sie haben eine Tochter, die 22 ist. Gehört die Generation Ihrer Tochter zu Ihrem Publikum? Ja, zum Teil schon. Ich habe einfach kein Zielpublikum. Ich möchte kein Zielpublikum haben. Und das sieht in meinen Konzerten, was mich eigentlich sehr freut, kann man auch nicht genau sagen, was ist das jetzt für eine Publikumsschicht. Da kommen junge Menschen, Menschen unserer Generation, natürlich kommen doch vielleicht etwas mehr als alles übrige Frauen meiner Generation. Es kommen aber auch Männer unserer Generation und es kommen auch ältere Menschen. Sicher kommen nicht die Jugendlichen in meine Konzerte, die verrockt sind, um dieses Wort aber zu verwenden. Eben diese Generation Ihrer Tochter, die ist ja verrockt. Meine Tochter nicht, aber... Aber diese Generation ist verrockt. Ja. Ist das für Sie nicht etwas, was Sie nachdenklich macht, dass Ihre Lieder, mit denen Sie doch sehr zum Nachdenken provozieren wollen, sind sehr provokativ, dass Ihre Lieder an diese Generation nicht herankommen? Oder nur an einen kleinen Teil? Dazu muss ich sagen, es beunruhigt mich gar nicht so dringlich, dass meine Lieder jetzt nicht dorthin gelangen können. Ich möchte jetzt in dem Fall wirklich von meinen Liedern fast absehen. Aber was mich mehr als irritiert, sondern zutiefst bedrückt, ist die Art und Weise, wie man
den jungen Menschen musikalisch manipuliert. Und immer wenn ich das sage, schauen mich auch sehr viele Intellektuelle und gescheite Leute, schauen mich an mit diesem skeptischen Blick und sagen, oh je, da ist jetzt eine gute Frau, ganz aus der Zeit rausgerutscht, wird ganz altmodisch, ganz blöd, ganz konservativ und kann nicht mehr Schritt halten. Aber ich meine genau zu wissen, was ich da sage. Und das sage ich sicher jetzt mit einer großen Intensität, weil mich das brennt mir wirklich auf der Haut. Das ist so manipuliert und dahinter steckt so viel mehr, als es die armen jungen Menschen wissen, dass man sie mit Lautstärken, mit einer Musikalität, die nichts mit Musikalität zu tun hat, mit einem Rhythmus, der nichts mit Rhythmus zu tun hat, dass man sie erschlägt. Und es ist nicht zufällig so, dass kommerziell diese Dinge in einer Weise aufbereitet werden, dass man in kein Lokal mehr gehen kann, ohne von dieser Geräuschkulisse belästigt zu werden, dass unser ganzes menschliches Leben zurzeit von verrockt geworden ist. Und wenn mir dann jemand sagt, also gute Frau, es gibt auch guten Rock, okay, dann kann ich sagen, es gibt auch gute Comics, aber Comics an sich sind ein Verbrechen. Und genauso ist es mit dem guten Rock. Das ist etwas, das mein guter Freund Antonio Victorino d'Almeida geprägt hat. Und es stimmt. Rock in seiner Gänze ist eine schreckliche Manipulation nicht nur unserer jungen Menschen, weil die Altspatzen, wie wir es sagen, mitmanipuliert werden, weil da unsichere Menschen glauben, sie müssen am Puls der Zeit bleiben. Und ich sehe darin eine ungeheure Gefährdung. Frau Pluhar, kann man so reduzieren, dass die Jugend, die das liebt, nur manipuliert worden ist? Ist es nicht auch, ob es uns jetzt passt oder nicht, ob wir dahinter Brutalität sehen? Zum Beispiel, ich empfinde den Rockrhythmus als brutal, als echte Brutalität musikalische. Aber ob wir das nun so sehen oder nicht, dass das auch ein Zeitgefühl ist dieser Jugend. Also zumindest eine Wechselwirkung. Und nicht nur eine Manipulation. Natürlich ist es etwas, das aus unserer Zeit entsteht. Und von den Jungen aber, auch her entsteht. Ja, aber ist es denn nicht schrecklich, dass man dadurch junge Menschen dazu bringt zu sagen, ja, ja, so ist unsere Zeit, so ist unsere Zeit, statt dieser unserer Zeit, die wirklich kein schönes Gesicht hat, die wirklich ein hässliches, steinernes, unmenschliches Gesicht hat, diesen Beton, diese Brutalität wieder wegzunehmen. Man raubt dadurch den Jungen oder überhaupt den Menschen den Willen zum Widerstand. Und der Mensch muss, gerade in der Zeit, in der wir jetzt leben, Widerstand leisten. Die Art und Weise, wie wir jetzt nicht nur in der musikalischen Form, sondern überhaupt brutalisiert werden, muss uns Menschen bewusst werden. Schauen Sie, ich war zum Beispiel in irgendeiner Kleinstadt in Deutschland und wollte ins Kino gehen. Ich hatte einen freien Abend. In dieser Kleinstadt, in der benachbarten Kleinstadt und in der nächsten benachbarten Kleinstadt gab es in allen Lichtspieltheatern nur Porno und Gewalt. Sonst nichts. Es gab keinen Film, keinen erzieherischen, mutmachenden, menschlichen, schönen Film. In drei Städten, die jeweils ein paar Kinos haben. Aber es gibt Filme, die Unerhörtes bei Menschen bewirken können. Ich frage Sie, warum? Warum ist das so? Warum? Dahinter steckt etwas. Etwas, dem sich der Mensch widersetzen muss. Und es wäre mein größter Wunsch, dass der Mensch das eines Tages verstünde. Denn das ist mein einziges Kontingent an Hoffnung, das ich besitze. Doch wieder zu hoffen, dass es der Mensch ist, der begreift. Gibt es denn für Sie bei den Jungen in Ihrem Sinne Lichtblicke? Natürlich. Glauben Sie, dass es eine Ermüdung geben wird? Ich glaube ja an den Menschen. Und vor allem an den jungen Menschen. Und es ist ja, wenn ich so spreche, dann will ich auch nicht verallgemeinern, sondern ich spreche und erkenne und fühle und so viele junge Menschen, ich glaube, dass sich das prozentual durch jung und alt durchzieht. Auch, es gibt für mich auch gar nicht diese Grenze. Es gibt ganz junge Greise und ganz, ganz jugendliche alte Menschen. Und das Empfinden von Jugend im Menschen, also dieses Gefühl von Aufbruch, von Mut, von einem Wunsch,
ein verrostetes, verhärtetes Bild wieder zu erfrischen, zu beleben. Also ich glaube an diese menschliche Kraft. Sie haben daran glauben. In Ihrem Buch eine Passage, die mich sehr beeindruckt hat. Sie sagen, Wahrnehmen sei für Sie die schönste Form des Besitzes. Des Besitzes und Freigeben die schönste Form des Gebens. Ich möchte in Zusammenhang mit der Jugend darauf kommen, Freigeben. Gibt es nicht in unserer Zeit die Tendenz, alles so freizugeben, alles so zu befreien, dass auch die Beziehungslosigkeit dann die Folge ist? Dass dann diese Freiheit eigentlich auch eine Einsamkeit bedeutet, dass dieses Befreien dazu führt, dass man nicht mehr Verantwortung übernimmt, zum Beispiel zu einem Kind oder gegenüber einer Frau oder die Frau gegenüber dem Mann in der Familie. Ich sehe einen großen Unterschied zwischen dem Begriff Befreien und Freiheit geben. Und Befreien hat für mich seltsamerweise doch immer wieder etwas von sich bemächtigen zu tun. Ganz eigenartig, obwohl es einander widerspricht. Aber wir wissen, was die Befreier sind. Was für uns Menschen, glaube ich, am schwersten ist, ist Freiheit zu geben, ohne uns zu isolieren. Also, und da spreche ich aus eigener Erfahrung, also zu lassen, ohne zu verlernen, zu fordern. Man muss auch fordern. Es gibt auch einfach plötzlich einen Zustand, wo fordern, wünschen, wollen ganz wesentlich ist. Und ich glaube, dass wir das sehr schnell in der Lage sind zu verlernen. Das weiß ich von mir selbst. Erstrebenswert wäre die Balance von Freiheit geben und sagen, ich möchte, ich will, ich fordere. Frau Bluhaar, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.